Die Darlegungen über den Erziehungsbegriff möchte ich mit einem Hinweis auf die Erziehungsmittel beenden. Die Erziehungsmittel waren früher eine zentrale Frage in der Pädagogik, auch in der wissenschaftlichen Behandlung pädagogischer Fragen. Heute wird das kaum noch thematisiert, wohl in Zusammenhängen, die Sie in der Einführung kennengelernt haben, nämlich bei der Frage, ob man Körperstrafen in der Familienerziehung anwenden soll. Aber dieser Diskurs wird weniger von der Bildungserziehungswissenschaft geführt, als mehr von der Politik. Meine Frage an Sie ist nun, was mögen die Gründe dafür sein? Das sollten Sie vielleicht einmal für sich überlegen und sich auch Notizen machen, denn es könnte sein, dass in dem Prüfungsteil zu dieser Einführung Sie danach gefragt werden, und dann könnten Sie ja vielleicht einfach mal darlegen, warum das aus Ihrer Sicht wohl so gekommen ist. Hier nun meine wissenschaftliche Definition für Erziehungsmittel. Erziehungsmittel sind für wirksam und für unerlässlich gehaltene Reaktionen und Interventionen zur Erreichung eines sozialfähigen Menschen. Sehr kompliziert. Ich erläutere Ihnen das. Also es sind Handlungen, die man als Erzieher, als Lehrer machen muss, damit Menschen sozialfähig werden. Handlungen, die oft eine Reaktion auf das Handeln der Edukanten, so heißen die wissenschaftlich, also der Kinder und der Schüler, sind. Erziehungsmittel werden auch eingesetzt zur Intervention. Es wird etwas unterbrochen, was nicht sein soll. Und das, da muss ja dann auch irgendwie etwas Wirksames gemacht werden, damit diese Intervention auch tatsächlich funktioniert. Und man soll möglichst solche Mittel nehmen, von denen die Erfahrung oder die Wissenschaft sagt, dass diese Mittel wirksam sind und dass sie unbedingt erforderlich sind. Das Beispiel mit den Körperstrafen, da kann ich Ihnen aus der Klassik zitieren. Einer der ersten, der sich mit solchen Fragen beschäftigt hat, war Schleiermacher Anfang des 19. Jahrhunderts, und der fand Strafen eigentlich eklig. Er wollte das nicht. Aber er sagte, es gibt Situationen, in denen man ohne Strafen nicht auskommt. Und da sehen Sie, das erste Erziehungsmittel, was ich Ihnen jetzt bringe, ist eine Strafe, und das ist kein Zufall, weil auch früher das Strafleid als ein Erziehungsmittel ausführlich diskutiert wurde. Die möglichen Hauptformen der Erziehungsmittel sind, ich fange nicht mit der Strafe an, sondern mit dem Positiven, das Vorbild. Ganz viel in der Erziehung kann funktionieren durch das Vormachen der Erwachsenen, der Älteren, und das unwillkürliche Nachmachen der Jüngeren, die das dann eben machen wollen und da gar nicht dazu gezwungen werden müssen. Also ein ganz positives, einfaches Erziehungsmittel, das in dieser Form unbewusst, unbemerkt oft eingesetzt wird, aber man könnte es vermutlich auch systematischer einsetzen. Das zweite ist der Appell, lass das oder mach das, mach deine Hausaufgaben oder was auch immer, von dem die Wissenschaft nun allerdings weiß, dass Appelle eine sehr geringe Steuerungswirkung haben. Was viel derzeit praktiziert wird, ist das Lob, die Ermunterung, also eine positive Situation, die das sogenannte erwünschte Verhalten verstärken soll. Nun lesen Sie in den allgemeinen Zeitungen, wenn Sie über Erziehungsfragen lesen, immer wieder auch etwas darüber, dass zu viel Lob auch schaden kann. Und so ist das in der Erziehung wie in der Medizin mit den Medikamenten. Jeweils zu viel oder zu wenig schadet. Man muss immer die richtige Dosierung wissen. Ja, und dann eben die Strafe, die im Augenblick unmodern wird. Man versucht, ohne Strafe zu erziehen. Und Sie sehen aber auf der anderen Seite an der erzieherischen Wirkung der Bußgelder, dass die Gesellschaft auch sehr wohl weiß, ganz ohne Strafe scheint es nicht zu gehen.